Ja, servus und herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video heute am 31. Dezember. Das ist von meinem Freund, er möchte sie nicht sagen und namentlich möchte er auch nicht im Video genannt werden. Ach, das passt schon. Auf jeden Fall hat er einen Haufen Zeug dabei. Fangen wir mal da mit den Raketen an. Na, egal. Komm mal her. Und zwar ist die aus dem Rainer of Rockets aus dem Lidl. Da haben wir die, was ist das? Red Hawk mit 15 Gramm NEM. Genau. Ja gut, bevor wir. Nein, jetzt pass auf, wir machen es anders. Dann gehen wir mal wieder rüber. Also, da haben wir die. Auf der Seite liegen die Raketen aus dem Arena of Rockets. Dann da daneben. Mal kurz die Kamera rüberrutschen. Da haben wir noch ein paar Spezialitäten. So. Und zwar haben wir Super Böller B von FKW Keller. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, man sieht es nicht gescheit, aber da wo ich jetzt meinen Finger habe, steckt ganz klar FKW Keller. Davon haben wir 2, 4, 5 Stück am Start. Dann haben wir einmal Super Böller 1. Zweimal Super Böller 1, da haben wir es nochmal. Dann haben wir zweimal China-Knaller von Weco. So, zweimal. Dann haben wir Riesen-China-Böller D. Dann haben wir da. Dann machen wir da weiter. Zweimal Flashbang von Weco. Die gleichen, die ich in meinem Video schon vorgestellt habe. Eben mit Blitzknall. Und 1,8 Gramm NEM. So, dann haben wir. Kann selber lesen. 16 Schuss Batterie Discovery von Weco. Genau, so schaut es aus. So schaut es dann aus, wenn es ausgepackt ist. Wir packen es jetzt aber noch nicht aus, weil sonst versauen wir uns da irgendwie das ganze Zimmer. Und ich mache dann nicht wieder sauber. So, dann haben wir die Banshee. Das ist eine 222 Schuss Batterie von Weco Feuerwerk. Das einzige, was ich bei den Batterien jetzt nicht so geil finde, sind die ganzen Plastikstupsel. Weil die versauen sie einfach komplett. Qualität! Ja, wie schon gesagt, ohne die Plastikstupsel. Dann haben wir noch da hinten in der Ecke eine 83 Schuss Batterie. Uranus, also das ist alles von Weco. Genau, dann haben wir. Dann haben wir noch das große Teil mit 25 mm Kaliber Shock Attack. Ist eine 35 Schuss Batterie. Wie man schon lesen kann auf der Verpackung. Da schauen wir mal, vielleicht finden wir sie irgendwo auf der Schachtel. Nein. Ich finde es jetzt nicht, ist aber auch egal. Genau, das haben wir noch. Dann haben wir da die. Oh, die kriege ich gar nicht ganz ins Beutel wahrscheinlich. Die Lord of Weißel. Also das ist aus dem Lidl, oder? Ja. Auf jeden Fall für 8,99. Dann haben wir da nochmal, was war denn das für ein Paket? Steht es noch irgendwo drauf? Luna. Dann haben wir dann noch ein Raketenpaket. So schaut es von vorne aus. Da ist unten ein Haufen Glorzeug mit dabei. Ja. Die kostet beim Penny für 7,52. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Bitte korrigiert mich einfach. Genau, was ist, da haben wir das Highflyer. Das hat es, soweit ich weiß, auch beim Penny gegeben für. Also für irgendwie. Ach, das könnt ihr in die Kommentare schreiben. Also, wenn ihr es wisst, was das Ding kostet beim Penny, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Genau, ja, und dann sind wir auch schon so ziemlich. Dann sind wir auch schon wieder durch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns ein Däumchen nach oben da. Ihr dürft es auch gerne kostenlos abonnieren, favorisieren, liken, teilen. Ich wünsche euch ein schönes Silvester. Rutscht's gut, Omi. Servus!